Hallo Freunde der Kubuswelt, hier ist Rune und ich befinde mich auf Galandria, wo ich ja auch schon die Gebäude im Elfenbaustil gebaut habe. Wie ihr hier seht, das ist der große Wachturm. Könnt ihr mal reingehen. Habe ich ja schon das Tutorial dazu gemacht. So sieht das dann mal aus, wenn das Ganze, wenn die ganzen Ranken nach unten gewachsen sind. Ja, es ist jetzt von der Einrichtung her etwas karg, weil das ist jetzt nicht im Creative Mode, sondern im Survival gebaut alles. Und dann schauen wir mal von hier oben. Sieht man schon, hier ist schon etwas weiter gebaut worden. Da unten steht das einfache Elfenhaus. Und hier ist die Schmiede, die ich euch auch noch vorstellen werde. Und ein großes Lagerhaus, was ihr dort seht. Und ich werde auch noch eine Windmühle versuchen zu bauen im Elfenbaustil. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles gedeichselt kriegen. So, das war jetzt die Übersicht von oben. Und zwar ist das hier unsere Stadt Aryl. Das wird beziehungsweise wird es erstmal hier ein Elfendorf. Und wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, stelle ich euch den Link vom Forum in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch dort bewerben. Wenn ihr mittelalterlich und so fantasymäßig bauen könnt, dann keine Scheu. Wir brauchen noch ein paar tatkräftige Hände. Ja, das ist hier mein kleines Haus. Ich habe es euch ja schon mal vorgestellt im Tutorial. Ja, man könnte halt die Decke jetzt noch auskleiden mit Birkenholz, wie der Fußboden ist, damit es etwas freundlicher wirkt, aber naja, muss nicht sein. Dann habe ich jetzt neu entworfen für euch die Schmiede mit einem Schmiedeofen von Thomas Schliginski. Dazu wird er auch noch ein Tutorial rausbringen. Die Schmiede hat zwei Eingänge, einmal hier an der Stirnseite. Und dann nochmal einmal hier an der Seite, wo der Schmiedeofen steht. Können wir auch mal reingucken. Ist halt auch noch sehr spartanisch eingerichtet, weil im Survival ist es halt auch schwierig, so unbedingt gewisse Dinge zu kommen. Dann wäre hier so die Küche, dann der Essbereich. Ja, wir haben etwas gemogelt. Wir haben hier Barrieren drunter gesetzt. Aber ansonsten ist halt alles wirklich selber abgebaut und wieder aufgebaut im Survival Mode. Und dann wäre hier oben so das Schlafgemach. So eine kleine Galerie. Ja. Im Tutorial zur Schmiede habe ich hier innen auch alles verkleidet. Aber wie gesagt, das ist dann euch überlassen. Und auch wie ihr die Schmiede einrichtet, das überlasst eurer Fantasie. Na, so. Und hier wäre dann das Lagerhaus. Ich versuche es mal von außen zu zeigen. Ich gehe vielleicht erstmal ein Stück weiter weg. Können wir nochmal die Schmiede von der anderen Seite sehen. Hier ist halt noch Platz, also das Dorf ist noch am Wachsen. Gibt auch eine Dünenmap. Könnt ihr auch mal schauen von oben. Sieht bis jetzt ganz gut aus hier. Vielleicht wird aus dem Dorf auch irgendwann mal eine Stadt. Soweit haben wir ja noch nicht geplant. Hier sieht man noch so einen Standard Brunnen von einem Dorf, was ich abgetragen habe. Und daher sind halt auch die Dorfbewohner hier. Genau, das ist dann unser Lagerhaus. Von der Seite können wir es vielleicht ganz gut mal sehen. Na, so. Hat halt eine interessante Dachform. Ich hoffe, es gefällt euch. So halt so Elfenbaustil darstellen. Also, dass halt hier Elfen leben. Und die Türen sind halt auch dementsprechend groß. Große Eingangstüren. Ist hier ein Kamin. Also, wie gesagt, wir sammeln ja alles selber und hier können wir halt die Rohstoffe brennen, was wir brauchen. Stein oder irgendwas. Oder Erz schmelzen.
dann ist hier so, also es ist das Lagerhaus. Hab halt hier alles Mögliche sortiert und angebracht. Hier ist noch alles leer, also kann noch befüllt werden. Dann gehen wir erstmal nach unten kurz in den Keller. Es gibt auch verschiedene Plugins, die hier drauf sind. Also Towny ist drauf und Chairs, dass man sich hinsetzen kann auf Treppen. Und möglicherweise kommt bald noch das Brauerei-Plugin. Dafür habe ich hier unten schon mal Fässer vorbereitet im Keller. Also das passt halt ganz gut hier. Habe hier noch einen schönen Kamin reingebaut. Und noch Lagerraum für die gebrauten Flaschen. Schnaps und Bier, je nachdem was dann kommt, kann man dann hier in die Kisten reinstapeln. Gibt natürlich auch noch andere Städte, wenn ihr eine andere Stadt unterstützen wollt, ist das natürlich euch überlassen. Hier will ich dann einen Verzauberungstisch reinsetzen und ja, hat halt hier noch so die Galerie und hier oben kommt noch ein bisschen Stauraum hin. Genau. Das war es jetzt auch zu dem Gebäude. Dazu werde ich euch auch noch ein Tutorial machen. Und dann habe ich hier noch einmal das einfache Elfenhaus hingebaut, weil hier noch eine Mitbewohnerin wohnt. Eine Mitspielerin. Gut. Soweit, so gut. Das war es erstmal zu Galandria. Wenn mehr gebaut ist, stelle ich euch es natürlich wieder vor. Also wir haben noch ein paar Gebäude so auf der Rechnung, die noch in Planung sind. Und dann melde ich mich einfach wieder. Wie gesagt, den Link zum Forum für Galandria findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ich euer Interesse wecken konnte, dann wäre es schön, wenn ihr euch uns anschließt und euch im Forum bewerbt. Bis bald!